So, weiter geht's. Wir kommen zurück. Kurze Pause ist zu Ende. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir eben aufgehört haben, ne? Also, let's go. Schauen wir mal, was die Goblins so drauf haben, ne? Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? Die Fäule hat alle vertrieben. Oh, ich kann sogar hier schon die Fähigkeiten benutzen. Okay. Ich sehe das natürlich unten rechts. Ah, ich bin natürlich genau drüber, gell? Aber ich will mich auch nicht weiter nach links setzen, weil wenn sie reden, bin ich dann in Untertitel drin. Hm. Kaum zu glauben, dass man hier gelebt hat. Naja, vor uns liegt das alte Dorf. Ist doch nicht so wichtig, oder, für euch? Nee, oder? Oder was davon übrig ist. Da haben wir noch Gegenstand. Oh, oder Geld. Aber sowas wie Mana oder sowas hat man gar nicht, ne? Springen. Okay. Ne, wir können unendlich zaubern. Finde ich interessant. Hier noch irgendwas? Nein. Interessant. Gollums. Folgt mir. Drücke Dreieck nach einem Treffer mit Viereck, um mit einer magischen Explosion auszulösen, die der Willenskraft seines Gegners beträchtlichen Schaden zufügt. Okay. Wie kann man anvisieren? Macht das automatisch, ja. Okay. Die waren jetzt nicht schwer. Sie sind also wahr. Wir müssen weiter. Hier sind sicher noch mehr. Kann ich irgendwie die Kameraeinstellung höher stellen? Was jetzt? Hauptmenü Fertigkeiten. Fertigkeitspunkte können im Hauptmenü unter dem Reiter Fertigkeiten verwendet werden. Um neue Fertigkeiten zu erlernen oder um bestehende zu verbessern. Solltest du mit der Verteilung der Punkte unzufrieden sein, können diese jederzeit voll zurückersetzt und rückerstattet werden. Okay. Details zu den einzelnen Fertigkeiten und Kräften können eingesehen werden, indem man das entsprechende Icon anwählt. Das Symbol Schwert zeigt an, wie geeignet eine Fertigkeit dazu ist, Schaden anzurichten. Das Symbol Sternchen zeigt an, wie geeignet eine Fertigkeit dazu ist, den Kampfgeist des Gegners zu brechen. Okay. Das ist auf jeden Fall ein krasses Kampfsystem. Ich habe 59 Fertigkeits... Was? Warum habe ich so viele? Achso, du brauchst mehrere als nur eins. Okay. X plus Viereck, um dich den Gegnern mit einem... Ja. Hm. Was ist das? Okay, nochmal das. Mehr haben wir im Moment nicht. Interessant. Aber ich wollte eigentlich Einstellungen. Halt, Quatsch. Zurück. Kamera. Die Empfindlichkeit mal ein bisschen höher machen. Hallo? Ja? Wie mache ich das nach rechts? Ich kann ja nichts machen. Hallo? Ich drücke X und es passierte nichts. Ach so, sagt er, dass ich Sticky-Kreuz benutzen soll. Ah. Gehen wir mal auf 4. Ja, ein bisschen besser. Oh.
Verleuchtet. Stärke-Tunikum. Erhöht wahrscheinlich den Schaden. Aber eine Karte oder sowas gibt's nicht? Nee. Und irgendwas Neues? Sir Wade. Ein neuer Schild. Aha. Sir Tyler. Goblin. Okay. In die Richtung sollen wir, okay. Weil kein Symbol ist, habe ich mich jetzt schon gewundert. Nicht gerade einladend. Vorsicht, Milord. Kann man auch ranschleichen? Nope. Das sind noch mehr. Berühre die funkelnden Punkte, die besiegte Gegner am Boden hinterlassen, um Beute wie Gil oder Gegenstände einzusammeln. Okay. Ah ja, vorhin das. Interessant. Aber irgendwie fehlt mir so das Lock-on, dass ich automatisch die Gegner wechseln kann. So wie bei Dark Souls, wisst ihr wie? Das fehlt mir ein bisschen. Wo muss ich lang? Da lang, okay. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier um. Denn hier hinten haben wir doch zum Beispiel noch was. Ein Heiltrank. Noch irgendwas? Da komm mal her. Und hier geht's nicht rein. Diese Quicktimes hätten sie sparen können. Hier noch was drin? Oh, es geht nach oben. Yep. Stärke-Tonikum. Was sind eigentlich diese Tonikums so richtig? Können wir mal schauen. Gegenstände. Steinhaut. Erhöht die Verteidigung für 90 Sekunden um 30%. 60 Sekunden um 10%, okay. Scheinbar gibt es noch Materialien, also Craften gibt es anscheinend noch und das sind bestimmt Story Items. Okay. Dann gehen wir weiter. Heiltrank. Oh, anscheinend kann ich nur 4 maximal tragen. Ja, Inventar voll. Das ist aber nicht viel. Eins, zwei, drei, vier Goblins. Pass auf, Milord. Einige davon sind Spruchweber. Es sind nicht wenige. Wir müssen im Plan stecken. Das neue Gegner nähern sich. Wechsel immer das Ausweichen mit Phoenix Sprint. Das Kampfsystem ist sehr. Ja. Devil May Cry-lastig. Von wo kam ich denn jetzt? Ich bin da runtergehüpft, gell. Das heißt, wir müssen da lang. Aber erst umgucken. Weiter leuchtet's ja schon. Ja,
Heiltrank. Achso, er verwendet es dann auch gleich automatisch, okay. Ist okay. Ups. Wir sollten jetzt gleich zum alten Dorfplatz kommen. Wahrscheinlich ist er voll mit Goblins. Wahrscheinlich. Das ist eine Falle. Milord, ich überlege. Der Anführer. Aber zuerst knöpfen wir uns seine Horde vor. Erledigen wir das Pack. Nichts lieber als das. Was ist denn ja noch? Die Fähigkeit, ja. Soll ich auch mal einsetzen? Hey, parieren. Verwende viel genau dann, wenn ein Gegner dich angreift, um seine Attacke zu parieren. Eine erfolgreiche Parade verlangsamt kurz die Zeit und ermöglicht dir einen Gegenangriff. Gut zu wissen. Hey. Du bist noch nicht fertig. Erster Boss. Bei größeren Gegnern solltest du vorsichtig sein. Sie haben bedeutend mehr Lebenspunkte als kleine und können dich mit ihren verheerenden Fertigkeiten überwältigen. Benutze den Segen des Phönix, um diesen Gegnern nicht nur beträchtlichen Schaden zuzufügen, sondern auch ihre Willenskraft zunichte zu machen. Wenn der Kampfgeist eines Gegners erst einmal gebrochen ist, kann er sich für kurze Zeit nicht mehr wehren und ist anfällig gegen Angriffe. Okay. Nicht abbekommen. Passt auf, wenn er wieder zum Schlag ausholt. Versteht sich von selbst. Ah, ich wollte mal parieren. Wenn die gelbe Windkraftleiste deines Gegners auf unter 50% sind, gerät er für kurze Zeit in Schwanken, was dir eine gute Gelegenheit bietet, ihn mit mehreren schweren Attacken anzugreifen. Oh, war parieren jetzt, oder? Ja. Gebrochen. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde, kannst du ihm mit zusätzlichen Schaden zufügen. Der Schadensmultiplikator steigt kontinuierlich mit jedem Angriff bis auf ein Maximum von 150%. Na, das ist so ähnlich wie bei Final Fantasy 13. Gab's das Spiel auch noch? Ich glaube, bei 13.2 und 13.3 gab es das, glaube ich, auch. Die Summe des Schadens, der während dieser Zeit angehäuft wurde, wird am Ende als Gesamtschaden angezeigt. Okay. Fast 2000 Schaden. Ja, das ist mir zu gefährlich. Wie oft macht er das noch? Kommt so vor wie beim Monster Hunter hier. Thank you.
Und tschüss. Giga ist bezwungen. Stufe erhöht. Von Stufe 5 auf Stufe 6. Angriff, okay. Nach wichtigen Kämpfen wird eine separate Ergebnisbildschirm angezeigt, auf dem die Kampfwertung und die Beute angezeigt wird, die du erhalten hast. Je nach Kampfwertung erhältst du unterschiedliche Mengen an Geld, Gegenstände, Ausrüstung, Fertigkeitspunkte und Erfahrungspunkte. Hartleder-Armreif haben wir bekommen. Interessanter Gegner. Wollte gerade sagen, fehlt da nicht noch einer. Bleib hier und kämpf, du Feigling! Ihm nach, bevor er Verstärkung ruft! Ausrüstung und Fertigkeiten. Durch Ausrüstungsgegenstände, ja, das haben wir alles schon gelesen. Beziehungsweise schon gemacht. Aber Fertigkeiten können wir noch mal gucken. 107. Als Trittbrett zu benutzen, cool. Okay, na ja. Was haben wir hier? Alles ist gut. Was ist das? Lenke mit R2 und Touchpad die Aufmerksamkeit des Gegners auf dich. Okay. Gut, fehlen noch einmal 13 Punkte und wir können das jetzt holen. Bei oben. Ach, das können wir auch holen. Verbessern. Okay. Interessant. Alt. Ah, okay. Ich glaube, da war eh nichts mehr. Super Trank. Da ist er. Hey, hier geblieben. Als ob ihr da nicht drüber gehen könntet. Oh, ich kann sogar drüber, okay. Ich habe nichts gesagt. Es ist ganz schön warm heute. Das war's für dich. Oh boy. Hab mal im Trailer gesehen. Eigentlich ist das ein Endgame-Gegner. Aua. Kämpfen fett? Vielleicht hat er genug von uns. Oder auch nicht. Hey. Filmischer Angriff. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes blau leuchtet, drücke Viereck, bevor die Zeit abläuft, um einen verheerenden Angriff zu entfesseln.
Hat aber auch viel Energie. Auf damit. Hat aber auch echt viel Energie. Der kommt gleich wieder hoch. Ja. Filmisches Ausweichen. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes rot leuchtet, drücke R1, bevor die Zeit abläuft, um einen bevorstehenden Angriff auszuweichen. Oh, ist aber ein großes Fenster. Um da auszuweichen. Hat er mich erwischt? Ah, das ist schlecht. Stinkwut. Scheiß down. Er kommt nicht nochmal hoch. Morboy erlegt. Zufall. Ja, für gewöhnlich ist Morboy ja auch Gegner in Final Fantasy Reihe, der eigentlich eher am Ende kommt. Aber okay, keine Beute. Danke. Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Aber Goblin-Horden in Rosaria und Morbolts hier. Ich werde Vater bitten, Truppen zu entsenden. Wenn wir sie nicht aufhalten, stehen sie bald vor unseren Toren. Wir sollten los. Im Dunkeln wird's ungemütlich hier. Brechen wir auf, dann sind wir vor Einbruch der Nacht am Phönixtor. Verdammte Fäule. Begib dich zum Phönixtor. Was denn los?
Einige Zeit später. Großherzogtum Rosaria. Plötzlich tausende rote Augen. Nein, hört doch zu, jetzt kommt's erst. Unser Lord zieht sein Schwert. Sching! Der Goblin kreischt und rennt direkt im Morbol ins Maul. Mehr Bier! Heute wird gefeiert, Männer. Morgen geht es los. Es muss euch mit Stolz erfüllen, die Früchte eurer Arbeit zu sehen. Der junge Lord wird es noch weit bringen. Ja, und hat dann vielleicht genug Mumm mit uns zu trinken. Der ist erst 15. Vater, bin nur etwas müde. Es war ein langer Tag. Sie feiern Clive, oder? Oh ja. Dein Bruder ist ein gestandener Schild. Ich bin sehr stolz auf ihn. Vater? Warum wird der Dominus in unserer Familie geboren? Das ist nicht gerecht. Ohne die Kristalle können wir Menschen nicht leben. Doch sie wirken ihren Segen nur durch uns. Du bist besonders, Joshua. Du hast als Dominus die wichtigste Pflicht von uns allen. Die Macht deiner Esper mit unserem Volk zu teilen. Dann ist Erwurf Ifrit. Ich hoffe, das verstehst du. Flieg über Felder und Wiesen und Auen. Flieg aus der Asche empor und durchschauet. Fliehe rosarisches Feuer im Wind. Lauter, meine Freunde! Lauter! Wo ist Clive? Hier wird mich keiner vermissen. Was bei dem Kleinen oder bei dem Großen? Ja, schon nach dir. Ein fabelhafter Ausreißer bist du. Hier versteckst du dich also. Was machst du hier draußen? Ich hab dich drin vermisst. Als Schild darf ich mir nicht oft eine Pause gönnen und... Dieses Gegröle ist nicht mein Ding. Mich haben die Möhren vergrault. Sie erzählen alle von dir. Und nennen dich den Morbuljäger. Weil er eingeerlegt hat. Sie jetzt. Als ich angefangen habe, war ich der verwöhnte kleine Prinz. Wenn ich nicht gelernt hätte, mit einem Schwert umzugehen,
wäre ich nach wie vor eine Enttäuschung. Du bist der, an den alle glauben. Ich beneide dich. Das stimmt nicht. Sie glauben nicht an mich. Sie glauben nur an die Kräfte in mir. Aber du hast die Kräfte. Phönix. Herr über Leben und Tod. Warum denn ich? Warum nicht du? Ich bin nicht dafür gemacht, dein Land zu führen. Ich bin nicht stark genug. Aber du schon. Ein jeder Mensch hat seine Pflicht. Seit vor sehr langer Zeit unsere Vorfahren entschieden haben, den Dominus als ihren Herrscher zu erwählen. Vertrauen wir darauf, dass wenn unser Land am Rand des Abgrunds steht, der Phönix aus den Flammen emporsteigt, um unser Volk zu bewahren. Das Schicksal Rosarias steht und fällt mit dir. Du musst dieser Pflicht nachkommen. Und was ist mit dir? Ich bin da, um dich zu schützen. Deshalb habe ich den Segen des Phönix. Damit du der nächste Herzog wirst. Komme, was wolle. Egal, was passiert. Ich bin immer bei dir. Danke, Clive. Dafür, dass du immer zu mir stehst. Dafür musst du mir versprechen, dass du auf dich Acht gibst. Verstanden? Ich gehe wieder rein. Ich sollte im Bett sein. Gute Nacht, Torgel. Torgel. Merkwürdiger Name. Nachschub aus der Hauptstadt. Na endlich. Hast wohl gekostet, was? Das ist doch ein Hinterhalt. Und da sagt noch einer, hier im Norden würde uns die Armeeleitung dursten lassen. Meine Kehle ist auch ziemlich trocken. Oh, so klar. Ah, das ist blutig. Für eine feine Fantasy ist das schon krass. Die Eisernen. Zugang gesichert, mein Herr. Alles weiter nach Plan. Clive schläft noch. Hey, ist Joshua. Ist das...
mein Prinz. Ich bin's. Wade, ihr wisst sicher nicht, wer ich bin. Doch, doch. Was ist los? Man greift uns an. Ich weiß nicht wer, aber das halbe Schloss steht in Flammen. Ich muss euch in Sicherheit bringen. Ich verstehe. Gehen wir. Folgt mir, eure Hoheit. Oh. Ich darf Joshua spielen. Geboren aus Feuer und Asche. Okay. Why not? Der kann auch kämpfen. Der kann wie Targa. Sind die Feinde etwa schon bei uns im Schloss? Ich fürchte schon, eure Hoheit. Kommt. Ja, noch Magie. Springen und Vitaga. Ja, das braucht eine Weile, okay. Ziel fixieren. Interessant, der Junge. Oh. Jetzt wollte ich nach vorne sprinten. Todesschrei. Ich muss ihnen helfen. Alles steht in Flammen. Zurück, euer Gnade. Der gehört nicht zu uns. Nein, das ist meine Pflicht. Muss aber nah ran. Aber muss immer kurz ausruhen. Verdammt, die Schweine sind überall. Warum tut Sambrex so etwas? Wir sind verbündet. Game of Thrones Vibes. Runter oder? Dann geh erstmal hier lang. Ja, wir müssen hier lang. Kann ich mal zurück? Gucken wir erstmal, was da unten ist. Falls wir runterkommen. Ja, aber hier ist nix. Wo ist Clive die ganze Zeit? Ich halte sie auf. Oh. Oh. Aber knapp.
Ihr habt den Prinzen gerettet. Vortrefflich, Wade. Das werde ich nicht vergessen. Danke, Majestät. Wir müssen weg hier. Lasst uns schnell zum Hintertor. Dürfen wir aber nicht vergessen, dass es immer noch die Vergangenheit ist, gell? Das Spiel beginnt ja 13 Jahre in der Zukunft. Hedwig. Mir los de lang, du Isake lief. Nun flieg geschwind nach Rosalith. Am besten zum Nordtor, zu den Chocobo-Stellen. Vater, bringt Joshua in Sicherheit. Nein, ich gehe nicht ohne dich. Du bist doch mein Schild, oder? Das bin ich. Deshalb halte ich die Feinde hier auf, damit du entkommst. Ich schicke euch die verbliebenen Truppen sofort nach. Geht jetzt. Es ist meine Pflicht. Erfüll du deine Pflicht. Ich weiß. Du musst Vater beschützen. Ich zähle auf dich, Joshua. So, jetzt gibt's Ärsche versohlt. Beziehungsweise, es werden Ärsche versohlt. Steinhaut. Können wir auch mal verwenden. Und zwar genau jetzt. Geht immer noch. Da kamen wir. Gibt's hier noch was? Nope. Verdammt nochmal. Da kann ich nicht lang, also hier lang. Es ist schon... Hauptmann! Krass. Oh, die haben einen Magier. Tötet sie! Da, auf den konzentriere ich mich zuerst. Dafür zahlen sie. Diese Barbaren. Wo ist der Magier links? Halte uns den Magier vom Leib. Ja. Ich kümmere mich um die anderen. Er ist schon tot. Easy. Das wäre geschafft. Bist du verletzt? Nope. Alles gut. Aber ich habe Angst um Vater und Joshua. Gehen wir zurück. Denn? Ich fordere euch zum Kampf. Tragon der blendenden Morgenröte. Du bist also der Schild mit dem fähigen
Okay, zu früh. Hör auf, viel Energie, ey. Oh, man kann sogar ins Menü gehen mitten im Kampf. Kann ich das auch? Ah, hier. Ah, okay. Gut zu wissen. Ah, zu spät. Ey. Dragoon der blendende Morgenröte bezwungen. Legend of Dragoon. Ha. Stufe erhöht. Also ich habe noch Armreif eigentlich, gell? Oh. Hä? Kompendium. Ist er tot? Ich denke schon. Also haben sie ihre Dragoons auf uns gehetzt. Kaiserliche Schlangen. Wollen sie uns etwa erobern? Was ist hier los? Noch nicht. Dafür sind es zu wenige. Das ist keine Invasion. Das ist ein Anschlag. Ja. Mehr können wir nicht tun. Zurück zu meinem Vater. Clive, sieh her. Diese Scherben wurden gestern verteilt. In Rosalith. Wenn sie schon unter uns waren und das nicht alle sind. Vater und Joshua sind in Gefahr. Beeilung, auf dein Ross. Was ist das? Wer war das? Torgal, da bist du ja! So ein Glück! Euer Gnaden, seid ihr wohl auf? Mir fehlt nichts. Wir werden Verstärkung aus Rosalith holen. Ihr müsst mir helfen. Bringt Joshua an einen sicheren Ort. Steig auf, Joshua! Hm? Vater? Verzeiht euer Gnaden, das kann ich nicht zulassen. Ihr falschen Schlangen! Zurück, ich warne! Game of Thrones Vibes! Lauf, nein! Okay.
erfüll du deine Pflicht. Du musst Vater beschützen. Ich wollte... Okay. Der Phönix! Joshua! Mark Murdock, du Prinzess! Joshua! Hör auf! Er hat seine Kraft! Er hat sie nicht im Griff! Ich muss ihm helfen! Nein, Clive! Zurück! Clive! Dame Schokobo. Ich danke dir, mein Schutzengel. Helft ihr auf und geht. Bitte. Joshua, haltet durch. Nicht jetzt. Komm, tu deine Pflicht. Du bist ein Schild. Hilf ihm. Fried. Noch eine Espe des Feuers? Aber das ist unmöglich. Das war ganz am Anfang vom Spiel. Wer bist du? Das müsste jetzt ja Clive sein. Lass mich in Ruhe! Die folgenden Kommandos sind für Phönix verfügbar. Feuerball, zielen, ausweichen. Wenn der Gegner genau im Visier hat, vergrößert sich der Kreis. Das ist dein Signal zum Feuern. Okay. Aber es dürfte ja Clive sein, sein Bruder. Echt erwischt. Die Mucke geht ja voll ab. Nein, das kann nicht sein.
Alter, du hüpfst. Ey, du Springbohne. Dein Bruder. Wie viele der jetzt schießt. Läuterung in. Phoenix. Das war mal episch, würde ich sagen. Schon krass gemacht, ey. Hör auf! Hör auf! Ich weiß nicht!
Du warst das Monster. Das war heftig. Was für ein absolutes Chaos. Schade um den Phönix. Aber da war nichts zu machen. Mein Beileid, Euer Gnaden. Können wir etwas für euch tun? Ach so, klar. Was wollt ihr noch tun, Hauptmann? Joshua war meine Welt. Und nun ist er fort. War klar, dass die Alte das war. Ich kann nur hoffen, dass mir in der neuen Welt seiner Heiligkeit noch eine Rolle zusteht. Verstehe. Euer Gnaden, seht her! Die eigene Mutter hat die verraten. Die Trümmer müssen ihn vor den Flammen geschützt haben. Nehmen wir ihn gefangen? Nicht nötig. Tötet ihn. Wartet! Mein Mann hat oft von ihm geschwärmt. Er sei ein guter Soldat. An der kaiserlichen Front wird er sich gewiss als nützlich erweisen. Alles hat seinen rechten Platz. Alter, was für ein Arsch, Junge. Kriegt man jetzt schon 200 Puls. Nehmt ihn mit. Warum? Kopf hoch, Junge. Aus dir wird noch ein richtiger Soldat. Also, die Trailer haben ja schon verraten, dass er Ifrit ist. Also muss er es gewesen sein, der seinen Bruder getötet hat. Oh, die Titelkarte. Nach 2 Stunden circa wissen wir jetzt, dass es Final Fantasy 16 ist. Gut, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir nach einer kurzen Pause. Ich mache nochmal eine Pause und wir sehen uns dann nach der Pause wieder. Bis dahin. Haut rein. Also, bis gleich. Also, ihr könnt ruhig dranbleiben, ne? Auf YouTube wird es wahrscheinlich eine nächste Folge sein. Auf Twitch geht es gleich weiter nach der Pause. Bis gleich.